That's part of the cook and good for the rest of our lives. Es geht erstmal normal zur Arbeit, ne? Auf den kulinarischen Wegen hier, da kriegt man manchmal Hunger auf dem Weg, ne? Dann schnappt man sich einfach was Leckeres, ne? Nämlich diesen Chili Cheese Dog. Ein Burger King, ja, so sieht er aus und das habe ich bekommen. Da habe ich mir gedacht, da muss eine Johnny vs. Chili Cheese Dog Folge her. Ich drück mal drauf hier. Mal so angepisst, wo ich das Ding ausgepackt habe. Guckt euch das an. Nicht mal Soße innen drin, nur vorne vorgeschmiert. Meine Güte. Sieht das nicht lecker aus hier? Ich hab's mal durchgebrochen. Gegessen habe ich ihn nicht. So, erstmal zünden wir ein bisschen hier. Kleine Werbung hier. Johnnys Anzünder hier. Ganz genau. So, hier ein Stein hier. Vom alten Raclette-Uhrgerät hier. So ein Elektroding habe ich da unten zwischengepackt. Zwischen Topf und Stein hier, ne? So, und dann nehme ich hier noch einen hier. Und den mal hier fertig hier. Cool, ne? Schieben wir hier schon mal rein hier. So, kann schon mal ein bisschen anheizen hier, der Ofen hier. Dann geht da drauf hier. Deckel zu. So, ja, hier machen wir auf die Lüftung hier, ne? Zack. Und jetzt haben wir hier für das Söschen hier schon mal ein bisschen parat gelegt. Milch hier. So. Schon mal rein hier. Der ist nicht power heiß jetzt, der Stein, ne? Lass mal langsam erwärmen hier, ne? Nicht, dass uns die Milch noch anbrennt. So, dazu packen wir hier Frischkäse. 100 Gramm. Und Cheddar hier, circa 400 Gramm, müsst ihr mal gucken, ne? Wenn es noch nicht andickt, müsst ihr einfach noch eine Handvoll Cheddar hinterher wimsen. So, zack. So, da rein hier, rühren wir ein bisschen rein hier. Sehr schön. Oh ja, so, da wird es schon gleich warm. Und Deckel drauf natürlich, Freunde. So, hier, oh, dann sieht das so aus hier. Ja, wenn das so Fäden zieht, Freunde. Ne? Ihr seht's, hier, so ganz langsam kommt da die Suppe wieder runter. Ja, dann können wir die Chilis, grüne Chilis und Kurkuma hier, ein Löffelchen hier, dicken Teelöffel, ne, Esslöffel war es hier rein. Ja, der Kurkuma dient eigentlich nur für die Farbe, dann wird es ein bisschen gelber hier, ne? Und jetzt hier die neuen Chilis noch hinterher hier. Oh, ihr seht, schon gelb geworden hier. Das gibt ein schönes Söschen für Söschen hier. Oh, ja. Yeah. So, die Soße haben wir schon mal hingekriegt hier. Eigentlich das Problem hier. Kurz runter da zum Warmstellen hier. Zur Seite gepackt. So, hier ein paar ganz normale Würstchen hier. Rinderwürstchen hier habe ich geholt. Puren Rindfleisch. Keine Schweinewürstchen, sondern Rinder. Ja, einmal da kurz angeröstet hier. Bisschen Röstaromen. Ihr seht es ja, anders sehen die ja auch nicht aus. Die Grilled Dogs, ne? Wie sie sich geschimpfen da, ne? Ganz easy Würstchen grillen, ne? So, dann sind wir eigentlich schon fertig hier. So schnell geht's hier. Brötchen hier, ne? Ich reiß mal durch hier. Rezept zum Brötchenteig aus Folge 214. Müsst ihr nochmal rein und 214. So, wir reißen das so ein bisschen auf, nicht ganz durchschneiden. Das reicht hier schon, Freunde. Dann nimmt man so eine Suppenkelle. Erstmal da rein. Ja, bei Burger King war halt unten nichts drin. Den Fehler mache ich nicht normal hier. So, erstmal unten eine kleine Grundlage machen. So, dann nimmt man sich hier drei Würstchen hier und packt die dazwischen. Muss ja dick sein, ne? Und dann eine Kelle oben drüber hier. Ja, so muss das aussehen hier. Und eine Handvoll Dinger hier. Zack, bumm. Ja, fertig. Jetzt sieht's genauso aus, wie ich ihn ausgepackt habe. Nur ein bisschen leckerer. Tada, da ist er. Schon Rezept hier links. Ganz simpel, Freunde. Das kriegt jeder zu Hause nachgelunzt. Boys and Girls, ballert's euch rein. So. Oh, jetzt gucken wir hier uns das Ding nochmal an. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sogar die Würstchen gucken an den Seiten raus hier. Ne? Das ist nicht immer so, wie bei ihm hier. Da nehme ich doch lieber ihn hier. Den kann man wenigstens essen, Freunde. So, jetzt packen wir den hier nochmal aus hier. Ich zeige es euch nochmal. Der ist ein bisschen festgeklebt hier.
Jetzt so, hier ist nichts drunter. Eine Seite nur gegrillt hier oben, da. Eine Seite nur gegrillt. Die andere Seite hat keine Röstaromen, also nicht immer gedreht. Hier, Größenvergleich hier. Zack, und die Wurst guckt nicht raus aus dem Ding. So, jetzt sägen wir hier mal auf hier. Oh, mal reingucken hier, ne? Oh, jawohl. Sieht doch geil um Mar 3000 aus. Ah, hier, den sehe ich auch nochmal an hier. Ja. Wir erwarten unten nichts. Ich weiß nicht, warum sie die eingeschnitten haben, die Wurst. Das ist wohl ein Burger King Geheimnis. Funktioniert auch ohne Einschneiden und ab in den Hals. Boys and Girls, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufgeklärt. Selber machen ist gesund, Freunde. Ja, vielleicht einen schlanken Fuß gibt's nicht, aber dafür ist es gesünder, glaube ich. Lasst den Daumen nach oben brennen. Ich hoffe, die kleine Versus-Folge hat euch gefallen.